Das Wohn- und Geschäftshaus im Bocholter Stadtteil Biemenhorst heute Mittag. Es ist zerstört. Das Flatterband zeigt, diese Brandstelle ist beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, schließt sogar Brandstiftung nicht aus. Ja, bei dem Brand ist heute ein immenser Schaden entstanden, den wir zurzeit auf ca. 1,5 Millionen schätzen. Wir wissen noch nicht, was den Brand ausgelöst hat. Zurzeit ist ein Brandsachverständiger dabei, den Brandort zu untersuchen. Und wir hoffen, dass wir in Kürze auch Ergebnisse haben. 8 Stunden lang waren sie im Einsatz. Gegen Mittag packen die Feuerwehrmänner ein. Dennoch, immer wieder muss der Brandort kontrolliert werden, damit Glutnester kein neues Feuer entfachen. Ja, jetzt kommt das natürlich langsam und die Müdigkeit kommt ja jetzt doch für den einen oder anderen schlecht jetzt durch. Eigentlich wäre der eine oder andere schon bei der Arbeit gewesen, aber der ist ja noch nicht zugekommen. Rückblick. Am frühen Morgen gegen 3:30 geht in Bocholt der Sirenenalarm. Als die Einsatzkräfte eintreffen, steht das Gebäude der Aussteuerfirma Pottmeier und des Treppenhändlers Sander in hellen Flammen. Im Obergeschoss befindet sich noch eine Wohnung. Die beiden Inhaber, ein Ehepaar, 47 und 41 Jahre alt, kommen mit leichter Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Anwohner flüchten aus ihren Häusern. Ja, also heute Morgen rief mich um 3:30 meine Mutter an und sagte, ich sollte ganz schnell vorbeikommen, weil hier würde vielleicht das Feuer übergreifen. Und wie Sie sehen können, es ist im Moment auch noch nicht vorbei. Also es brennt immer noch lichterloh. Und wir sind froh, dass der Wind letztendlich so günstig steht, dass wir zurzeit doch noch verschont bleiben. Also die Firma Pottmeier sitzt hier vorne drin mit Bettwäsche. Das heißt, es ist natürlich alles Material, was super schnell brennt. Und sie riechen es auch, es brennt etwas in den Augen und es ist unangenehm, ja. Also mein Mann, der ist wach geworden, er hat das Knallen hören und dann hat er aus dem Fenster geguckt und dann war alles hell. Wir wohnen nämlich hier vorne direkt um die Ecke und hat uns dann geweckt und dann haben wir dann aus dem Fenster geguckt. Aber die Feuerwehr war dann schon unterwegs und die Sirenen hatten schon waren die Serie schon großer Alarm und dann haben wir aber, weil die Funken so auch so zu uns rüberflogen, sind wir nach draußen und haben erstmal geguckt, wie das dann jetzt hier auch aussieht. Ne? Die Flammen schlagen um sich, zerstören Matratzen, Betten und Holztreppen in der Halle. Der Bocholter Feuerwehrleiter Heinz Wenning verschafft sich einen Überblick. Rund 70 Einsatzkräfte muss er koordinieren. 13 Einsatzwagen sind vor Ort. Immer wieder stürzen Teile der Halle ein. Es kam in der ersten Phase des Brandes vor allem darauf an, ein Übergreifen auf der einen Seite auf die rückwärtigen Räume zu verhindern, die im Betriebsgebäude selbst noch sind, aber vor allem auch auf ein angrenzendes oder in unmittelbarer Nähe befindliches Wohngebäude zu verhindern. Denn dort waren natürlich die Bewohner sehr besorgt. Es sah in der ersten Phase sehr bedrohlich aus, aber so wie Sie sehen, haben wir die Dinge schon im Griff. Um näher an die Flammen heranzukommen, müssen die Feuerwehrmänner unter Atemschutz arbeiten. Die Rauchwolke zieht Richtung Innenstadt. Luftmessungen ergeben keine Gefahr für die Bevölkerung. Nach rund 6 Stunden ist das Feuer aus. In den Überresten sucht die Kriminalpolizei jetzt nach Hinweisen. Am Tag kommen noch Kunden des Aussteuerhändlers. Dieses Paar aus den Niederlanden etwa ist von weit her angereist. Ja, 300 Kilometer. Vom Groningen nach hier. Das ist eine Ruine. Und jetzt ist eine Ruine. Und fahren wir wieder ab nach Groningen. Ohne zugefüllte Daunendecke. Auch bei der Firma Sander wurde vieles durch das Feuer zerstört. Der Gesamtschaden etwa 1,5 Millionen Euro. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei.